Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau des 9. Spieltages in der NFL-Saison 2015. Ja, fangen wir mit dem Spiel am Donnerstag, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein Duell aus der AFC North, und zwar empfangen die Cincinnati Bengals die Cleveland Browns. Ja, und ich denke, ja, die Bengals sind hier klarer Favorit, sie sind immer noch ungeschlagen mit 7 Siegen bei 0 Niederlagen. Ja, die Browns haben so ihre Probleme, haben jetzt 2 Siege aus 8 Spielen geholt, und jetzt fällt auch noch der Starting Quarterback Josh McCown wegen einer Verletzung aus. Für ihn wird ja, Johnny Manziel spielen. Und ich muss sagen, obwohl Divisionsduelle meistens enger sind, als ja, man im Vorhinein erwartet, glaube ich, dass das am Ende doch eine klare Angelegenheit zugunsten der Bengals werden wird. Ja, halte Menzel für sehr fehleranfällig, und die Bengals Defense wird das sicherlich auszunutzen wissen. Und deswegen gehe ich hier von einem klaren Sieg der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns aus. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Sonntag um 19 Uhr. Und zwar empfangen da die Buffalo Bills die Miami Dolphins, ein Duell aus der AFC East. Ja, beide Teams stehen bei 3 Siegen und 4 Niederlagen. Ja, und beide Teams haben ja schon einmal gegeneinander gespielt in Miami. Da haben die Bills relativ klar und deutlich gewonnen. Aber ja, das war ja damals noch unter dem alten Head Coach. Mittlerweile die Dolphins jetzt unter dem neuen Interimscoach Dan Campbell. Ja, man hat zwar in der letzten Woche ganz klar gegen die Patriots verloren, aber trotzdem denke ich, kann man dieses Team nicht mit dem vergleichen, das gegen die Bills verloren hat. Auf der anderen Seite die Bills, die hatten eine Bye Week, sind also ausgeruht. Und ja, sie spielen zu Hause, und sie sind meiner Meinung nach auch leichter Favorit. Ja, auch wenn die Dolphins ja doch nach dem Trainerwechsel ein kleiner ja, Aufwärtsschub zu erkennen war. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben mit Cameron Wake ihren besten Pass-Rusher verloren wegen eines Achillessehnenriss. Der wird für den Rest der Saison ausfallen. Das ist natürlich bitter. Ja, und wahrscheinlich wird auch der Right Tackle Jerwin James, glaube ich, auch verletzt. Deswegen, ja, gegen die doch sehr gute Defense der Buffalo Bills wird das sicherlich ein Problem werden. Und dann wird bei den Buffalo Bills ja höchstwahrscheinlich auch wieder der Starting Quarterback Tyrod Taylor zurückkommen. Ja, die Bills unter dem Backup EJ Manuel hatten sie da doch deutliche Probleme, weil ja Manuel doch um einiges schlechter ist. Und ja, vor allem gegen die Jacksonville Jaguars beim Spiel in London hat man die Niederlage ja von Manuel zu verantworten. Ja, deswegen glaube ich, die Bills werden hier wieder in die Siegesspur zurückfinden, und deswegen tippe ich hier auf einen Sieg der Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Ja, kommen wir dann vielleicht zum Spitzenspiel an diesem Spieltag, und zwar empfangen die Carolina Panthers die Green Bay Packers. Ja, die Panthers immer noch ungeschlagen, 7 Siege, 0 Niederlagen. Auf der anderen Seite die Packers 6 Siege, 1 Niederlage. Es musste in der letzten Woche ihre erste Niederlage gegen die Denver Broncos einstecken, die doch überraschenderweise relativ deutlich ausgefallen war. Ja, vor allem die Defense der Broncos war da wirklich sehr stark, konnte der Quarterback Aaron Rodgers wirklich limitieren. Ja, und jetzt kommt die nächste starke Defense, denn die Panthers sind vor allem wegen ihrer guten Defense noch ungeschlagen. Und das wird auch wieder eine harte Nuss für die Packers. Auf der anderen Seite die Panthers, sie sind zwar noch ungeschlagen, aber ja, sie haben auch in der letzten Woche ganz knapp gegen die Colts gewonnen nach Overtime. Also sie sind sie sind sicherlich ein gutes Team, aber ob sie wirklich so gut sind, dass sie da ganz vorne mitspielen können, muss man mal abwarten. Das ist sicherlich auch, dieses Duell ist wichtig, auch im Kampf wahrscheinlich um den Nummer 1 Seed in der NFC, wenn man davon ausgeht, dass beide Teams höchstwahrscheinlich in die Playoffs kommen werden. Deswegen, ja, dieses Duell ganz, ganz wichtig. Ich erwarte ein sehr spannendes, ein enges Spiel, aber ich glaube, die Packers werden am Ende ja siegreich aus diesem Duell hervorgehen. Weil ich glaube, ja, dass sie sich vor allem nach der Niederlage gegen Denver, sie werden sich zusammenreißen, sie werden sicherlich nicht noch einmal so eine Leistung bieten. Und auf der anderen Seite, die Panthers, wie gesagt, spielen eine sehr gute Saison, aber ich denke, sie hatten noch keinen Gegner vom Kaliber von Green Bay. Und deswegen glaube ich, dass es hier die erste Niederlage für die Panthers setzen wird. Ja, gehen weiter zum nächsten Duell, und zwar zu den New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans. Ja, die Saints haben in der letzten Woche ein ganz verrücktes Spiel gewonnen gegen die Giants. Ein sehr punktereiches mit 52 zu 49 durch ein Field Goal in letzter Sekunde. Und ja, wie gesagt, sehr viele Punkte auf beiden Seiten. Man muss sagen, nach einem schlechten Start sind die Saints eigentlich so langsam wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen. Vor allem die Offensive, muss man sagen, ist wirklich in den letzten Spielen sehr gut gewesen. Vor allem Quarterback Drew Brees scheint seine ja, Form wiedergefunden zu haben.
Auf der anderen Seite, die Saints Defense, muss man sagen, hat immer noch so ihre Probleme, wie man beim Spiel gegen die Giants gesehen hat. Da lassen sie noch viel zu viele Punkte zu. Ja, jetzt kommen die Tennessee Titans, die ja jetzt unter der Woche ihren Head Coach Ken Whisenhunt entlassen haben. Ja, ich muss sagen, doch ein bisschen enttäuschend. Zwar, ja, die Titans haben erst einen Sieg aus den ersten 7 Spielen geholt und ja, es war die zweite Saison von Whisenhunt. Und er hat insgesamt nur 3 Siege geholt aus 23 Spielen, was natürlich keine gute Bilanz ist. Aber man muss auch sagen, die Titans sind in einem Rebuilding-Mode. Das heißt, sie haben sehr viele junge Spieler und sehr viele unerfahrene Spieler. Und zuletzt war auch der Rookie-Quarterback Marcus Mariota verletzt. Deswegen, ja, kann man diese Entscheidung sicherlich hinterfragen, wieso Wissenhand jetzt gefeuert wurde. Es wird auf alle Fälle jetzt Interimscoach Mike Mulaki übernehmen, der schon Head Coaching Erfahrung hat. Er war ja mal eine Saison Head Coach bei den Jacksonville Jaguars. Ja, die Titans erwarten sich sicherlich so einen ähnlichen Verkühl bei den Dolphins, aber man muss auch sagen, ja, die Titans haben deutlich weniger Qualität und ja, sie hat noch keine Bye Week, deswegen. Das ist natürlich sehr schwer, wenn man da jetzt den Head Coach entlässt und dann, ja, der Interimscoach lässt vielleicht ein ganz anderes System spielen. Das geht nicht so schnell und deswegen sind für mich die Saints hier ganz klar im Vorteil. Und ja, ich glaube, dass die Saints hier ganz klar gewinnen werden gegen die Tennessee Titans. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu den Pittsburgh Steelers gegen die Oakland Raiders. Ja, ein sehr interessantes Duell. Ja, die Steelers mit einer ganz, ganz bitteren Niederlage in der letzten Woche zu Hause gegen den Divisionsrivalen aus Cincinnati. Und noch bitterer als die Niederlage ist dann sicherlich der Ausfall von Running Back Le'Veon Bell mit einer Knieverletzung. Wird er für den Rest der Saison ausfallen. Er war ja einer der wichtigsten Spieler in der Offense neben Quarterback Ben Roethlisberger, der in der letzten Woche nach einer Verletzungspause wieder sein Comeback gefeiert hat. Ja, man muss aber auch dazu sagen, Roethlisberger, man hat noch gemerkt, er ist noch nicht bei 100%, ist vielleicht ein bisschen zu früh zurückgekommen. Mal sehen, wie er sich jetzt hier schlägt gegen die, ja, bisher sehr starken Oakland Raiders, die die meisten überrascht haben. Vor allem die Offense der Raiders wirklich sehr stark rund um den jungen Quarterback Derek Carr und Wide Receiver Murray Cooper und den Running Back Latavius Murray. Das ist eine sehr, sehr gute Offense. Auch Wide Receiver Michael Crabtree hat sich als sehr gute Ergänzung gezeigt. Und ja, die Raiders haben hier sicherlich Chancen. Sie haben eine positive Bilanz. Sie stehen bei 4 Siegen und 3 Niederlagen und haben sicherlich realistische Chancen auch auf die Playoffs. Aber ja, gegen Pittsburgh wird es nicht so leicht, auch wie gesagt, wenn Le'Veon Bell ausfallen wird. Ich denke, Backup D'Angelo Williams hat auch in den ersten beiden Spielen, wo Bell noch gesperrt war, eigentlich gute Leistung gezeigt. Er kann zwar die Leistung eines Le'Veon Bell nicht ersetzen, aber ich denke, das Laufspiel sollte ja zumindest halbwegs funktionieren. Und ich glaube einfach, dass die Steelers ja unbedingt gewinnen müssen, damit sie noch im Kampf um die Playoffs da dranbleiben, denn bei einer Niederlage wird es schon ein bisschen schwieriger werden. Deswegen, ja, die Steelers spielen hier auch zu Hause. Ich glaube, ja, sie sind um einiges erfahrener eben als die Raiders. Und deswegen, ja, würde ich hier mal auf einen knappen Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Oakland Raiders tippen. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel. Und zwar empfangen die Minnesota Vikings die St. Louis Rams. Ja, beide Teams mit einer positiven Bilanz. Durchaus überraschend zu diesem Zeitpunkt der Saison. Die Vikings eigentlich sehr gute Saison bis jetzt mit 5 Siegen und 2 Niederlagen. Auf der anderen Seite die Rams mit 4 Siegen und 3 Niederlagen. Und in diesem Spiel ist auf alles, ist vor allem das Laufspiel ganz, ganz wichtig. Die Vikings natürlich mit ihrem erfahrenen Adrian Peterson, der immer noch zu den besten Running Backs der Liga zählt. Und bei den Rams vielleicht der zukünftige, ja, Superstar auf der Running Back-Position, und zwar Todd Gurley, der bis jetzt in seinen bisherigen Spielen immer für über 100 Yards gelaufen ist und absolut ein Kandidat ist für den Offensive Rookie of the Year. Und ja, das wird auf alle Fälle ein interessantes Spiel. Beide Teams haben durchaus Chancen auf die Playoffs. Deswegen ein Sieg wäre ja ganz, ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, es ist ein sehr enges, ausgeglichenes Duell. Die Vikings haben zwar einen Vorteil, aber die Rams, wie gesagt, haben auch gezeigt, dass sie sehr gut sind. Sie haben vor allem, ja, gegen ihre eigenen Divisionsgegner haben sie die Siege eingefahren. Also gegen Seattle, gegen Arizona und jetzt zuletzt auch gegen die 49ers. Und auch die Defense der Rams ist wirklich sehr gut. Aber auch, ja, die Defense der Vikings ist auch nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, ich denke, es wird ein enges Spiel. Am Ende wird wahrscheinlich ein Field Goal entscheiden. Vielleicht geht es auch in die Overtime.
Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass die Rams diese Saison wirklich sehr gut sind. Und deswegen würde ich sagen, die Rams feiern einen ganz knappen Auswärtssieg bei den Minnesota Vikings. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel und zwar empfangen die New England Patriots, die Washington Redskins. Ja, die Patriots immer noch ungeschlagen, relativ souverän. Und sie sind hier natürlich ganz klarer Favorit gegen Washington, die zuletzt eine Bye-Week hatten. Mal sehen, ja, ob ihnen das etwas geholfen hat, ob sie sich da besser gegen die Patriots vorbereiten konnten. Ja, Quarterback Kirk Cousins ja in dem Spiel davor mit einem tollen Comeback gegen Tampa Bay. Und ja, ich denke, die Redskins können nur überraschen. Sie sind hier der klare Außenseiter. Und jeder erwartet hier einen ganz klaren Sieg der Patriots. Deswegen, ja, die Redskins, muss ich sagen, haben sich bis jetzt eigentlich sehr gut geschlagen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie das vor allem zu Beginn eng halten können. Aber ich denke, dann am Ende werden sich die Patriots, wird sich die Klasse der Patriots dann doch durchsetzen. Und deswegen, ja, tippe ich hier auf einen Sieg der Patriots gegen die Redskins. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar empfangen da die New York Jets, die Jacksonville Jaguars. Ja, die Jets zuletzt mit einer doch klaren Niederlage gegen die Oakland Raiders. War jetzt nicht unbedingt eingeplant, vor allem die Defense, die zuvor eigentlich sehr gut gespielt hat, relativ enttäuschend in diesem Spiel. Auf der anderen Seite, die Jacksonville Jaguars haben jetzt eine Bye Week gehabt nach dem London-Spiel, wo sie die Buffalo Bills geschlagen haben. Ja, muss ganz klar sagen, die Jaguars sind hier natürlich der Außenseiter. Die Jets sollten eigentlich wieder zurück in die Erfolgsspur finden, denn ich glaube nicht, dass die Defense der Jets wieder so einen schlechten Tag hat wie gegen die Raiders. Ja, Quarterback Ryan Fitzpatrick, der mit einer Verletzung raus muss, das, ja, soll anscheinend wieder fit sein. Er wird wahrscheinlich spielen gegen die Jaguars, das ist natürlich gut. Für ihn, die Jaguars hätten sicherlich da gerne Geno Smith gesehen, der immer wieder, ja, für Turnovers gut ist. Aber trotzdem glaube ich, dass die Jaguars hier keine Chance haben werden und deswegen tippe ich hier auf einen Sieg der New York Jets. Ja, kommen wir dann zu den Spielen um 22:05 Uhr und zwar zum einen empfangen die San Francisco 49ers die Atlanta Falcons. Ja, 49ers auch bis jetzt eine sehr enttäuschende Saison und ja, der Head Coach hat reagiert, hat den Starting Quarterback Colin Kaepernick auf die Bank gesetzt. Für ihn wird Blaine Gabbert starten, der bis jetzt Backup war. Ja, Blaine Gabbert, ein Bust von Jacksonville, war ja vor ein paar Jahren in den Top 10 gedraftet worden als ja, zukünftiger Franchise Quarterback der Jaguars, hat aber da überhaupt nicht überzeugen können, war dort überfordert und jetzt ja, ist er mittlerweile in San Francisco gelandet. Und ja, sie sind hier natürlich der klare Außenseiter gegen die Falcons, wobei man auch sagen muss, die Atlanta Falcons eigentlich nach einem sehr guten Start in die Saison. Die letzten Spiele waren nicht wirklich überzeugend. Und so haben sie auch zu Hause gegen Tampa Bay nach Overtime verloren. Was auffällt, dass sie ja, in den letzten Spielen auch sehr oft den Ball abgeben durch viele Turnovers. Vor allem Quarterback Matt Ryan, ungewöhnlich Interceptions und auch Fumbles. Das müssen sie auf alle Fälle abstellen, denn die 49ers, so schlecht die Offense auch war, ich denke, die Defense ist immer noch sehr solide und sie können die Turnovers auf alle Fälle ausnutzen, falls die Falcons wieder einige produzieren. Das große Fragezeichen ist natürlich Quarterback Blaine Gabbert, der hat jetzt schon lange kein Spiel mehr von Anfang an gespielt und ja, ist auch wirklich zu hinterfragen, wie sinnvoll jetzt dieser Wechsel auf der Quarterback-Position ist, denn klar, Kaepernick hat bis jetzt sehr enttäuschend gespielt, aber er hat auch nicht wirklich viel Hilfe, sei es von der Offensive Line, als auch von den Wide Receivers. Deswegen, ja, bin ich mir nicht sicher, ob diese Entscheidung wirklich die richtige war. Ja, für das Selbstvertrauen von Kaepernick wird das sicherlich nicht förderlich sein und es geht dann auch um die Zukunft, auch nach der Saison, ob dann Kaepernick, der immer noch einen großen Vertrag in San Francisco hat, ob er dann noch bleiben wird oder ob sie ihn ja dann komplett abgeben werden, das ist sicherlich auch dann eine große Frage und es wird sicherlich auch davon abhängen, wie sich Blaine Gabbert jetzt schlagen, wie er sich jetzt schlägt, also vielleicht hat er sich ja in der Zeit jetzt verbessert gegenüber von Jacksonville, das kann man nie wissen. Ja, aber ich, auch wenn die Falcons die letzten Spiele doch Probleme gehabt haben, würde ich doch sagen, dass die Falcons hier der Favorit sind und ich denke, am Ende werden sie dieses Spiel hier bei den 49ers auch gewinnen. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und zwar empfangen die Tampa Bay Buccaneers, die New York Giants.
Ja, auch Tampa Bay, nach anfänglichen Problemen haben sie in den letzten Spielen doch gut ja, gespielt, konnten eben jetzt auswärts beim Divisionsrivalen bei Atlanta gewinnen, nach Verlängerung, wo man da schon klar geführt hat. Und ja, Rookie Quarterback James Winston, muss man sagen, wird immer sicherer, er vermeidet immer mehr die Fehler und das ist auf alle Fälle positiv für die Offense. Vor allem das Laufspiel mit Doug Martin funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, und jetzt kommen die New York Giants, die vor allem ja, in der Defensive doch einige Probleme gehabt haben gegen die Saints, haben da verloren. Ja, aber die Giants sind immer noch im Kampf um den Divisionstitel in der NFC East, die relativ ausgeglichen ist. Sie stehen bei 4 Siegen und 4 Niederlagen. Und ja, ich muss sagen, insgesamt, auch wenn die Buccaneers in den letzten Spielen eigentlich durchaus überzeugen konnten, sehe ich hier dann am Ende doch die New York Giants vorne. Sie haben auf alle Fälle mehr Erfahrung. Und ja, Eli Manning scheint seinen Lieblingsreceiver Odell Beckham wieder gefunden zu haben, wie man im Spiel gegen die Saints sehen konnte. Und ich denke, das wird am Ende auch den Ausschlag geben. Und deswegen tippe ich hier auf einen Sieg der New York Giants gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, kommen wir dann zu dem Spiel, das um 22:25 Uhr stattfindet. Und zwar empfangen da die Indianapolis Colts, die Denver Broncos. Ja, es ist wieder die Rückkehr von Peyton Manning. Ja, es ist schon, glaube ich, das zweite Spiel, das für Peyton Manning seit dem Abgang von den Colts, war ja lange Jahre Quarterback der Indianapolis Colts, und ja, wurde dann abgegeben. Und ja, die Broncos immer noch ungeschlagen, haben einen wirklich sehr überzeugenden Sieg jetzt gegen die Green Bay Packers feiern können. Und sie sind ja natürlich auch Favorit bei den Colts, die eine ja wirklich sehr enttäuschende Saison bis jetzt haben. Und obwohl man in der letzten Woche immerhin noch in die Verlängerung, eine Verlängerung erzwingen konnte gegen Carolina, hat man am Ende dann dieses Spiel doch verloren. Und vor allem Quarterback Andrew Luck, muss man sagen, spielt doch relativ enttäuschend. Sehr viele Turnovers, hat sehr viele Interceptions geworfen. Er wirkt nicht irgendwie hundertprozentig fit. Keine Ahnung, ob da eine Verletzung verheimlicht wird oder nicht. Die Colts haben auf alle Fälle ihre Probleme. Und ja, mit den Broncos kommt natürlich ein Gegner jetzt. Der vor allem Quarterback Peyton Manning wird sicherlich top motiviert sein in dem Stadion, wo er ja lange Jahre für die Colts gespielt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Colts da wirklich eine Chance haben. Deswegen tippe ich ja mal auf einen Sieg der Denver Broncos. Ja, gehen wir weiter zum Sunday Night Game dann. Und zwar ein Duell aus der NFC East. Und zwar empfangen die Dallas Cowboys die Philadelphia Eagles. Ja, beide Teams mit einer negativen Bilanz. Die Cowboys, ja, mussten eine ganz knappe Niederlage gegen die Seahawks einstecken. Man muss auch sagen, die Cowboys haben wirklich Pech mit den Verletzungen. Ja, Quarterback Tony Romo ist immer noch verletzt und wird in diesem Spiel auch sicherlich nicht zum Einsatz kommen. Es wird wieder Matt Castle starten, der zwar im Spiel gegen die Seahawks zumindest Turnovers vermieden hat, aber ja, offensiv ging da nicht wirklich viel. Sie konnten nur Field Goals erzielen und so wird es natürlich schwer, ein Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite die Eagles, die hatten jetzt eine Bye Week, aber auch die Eagles, muss man sagen, bis jetzt sehr enttäuschend in diese Saison gestartet. Man hat sich deutlich mehr von den Eagles erwartet, wobei man auch sagen muss, dass sich vor allem im Kader, ja, sich in der Offseason einiges getan hat. Ja, einer, der hoch motiviert sein wird, ist der Running Back, der DeMarco Murray von den Eagles, sich in der letzten Saison noch für die Cowboys gespielt. Und ja, ich denke, er wird sicherlich top motiviert sein hier auswärts bei den Cowboys. Und ja, das ist ein Duell, das es in dieser Saison schon einmal gegeben hat. Und zwar haben da die Cowboys in Philadelphia gewonnen. Und deswegen glaube ich, die Eagles sind ja sicherlich auf Revanche aus. Und ich glaube, die Eagles profitieren auch hier wieder vom Ausfall von Tony Romo. Und deswegen tippe ich hier auf einen knappen Auswärtssieg der Philadelphia Eagles bei den Dallas Cowboys. Ja, kommen wir dann noch zum allerletzten Spiel an diesem 9. Spieltag, zum Monday Night Game. Und zwar empfangen da die San Diego Chargers die Chicago Bears. Beide Teams werden wir höchstwahrscheinlich nicht in den Playoffs sehen, beide mit einer doch klaren negativen Bilanz, wobei man sagen muss, bei den Chargers war es nicht ganz so zu erwarten, bei den Bears hat man es sich doch erwartet, dass sie da Probleme haben werden. Und ja, für die Chargers verläuft die Saison ganz bitter. Man musste in der letzten Woche nicht nur eine knappe Niederlage bei den Ravens einstecken, die ja alle Playoff-Hoffnungen eigentlich fast schon begraben hat für die Chargers. Jetzt fällt auch noch ihr bester Wide Receiver Keenan Allen für den Rest der Saison aus. Er hat sich an der Niere verletzt, hat sich einen Nierenriss zugezogen und ja, wird in dieser Saison leider nicht mehr zum Einsatz kommen, ist natürlich ganz, ganz bitter. Keenan Allen, eine wichtige Anspielstation für Quarterback Philip Rivers, der auch eine sehr gute Saison spielt.
Aber wie gesagt, mit den vielen Verletzungsproblemen, es sind dann auch noch ein paar O-Liner verletzt, auch in der Defensive Line. Und ja, die Chargers haben in dieser Saison einfach kein Glück. Auf der anderen Seite die Bears, ja, auch die Bears mussten jetzt eine knappe Niederlage zu Hause gegen Minnesota einstecken. Aber man muss auch sagen, obwohl die Bilanz von den Bears nicht wirklich gut ist, haben sie in den letzten Spielen durchaus knapp verloren. Also sie können da schon mithalten. Und ich denke, ja, auch die Bears haben Verletzungsprobleme. Running Back Matt Forte wird nicht spielen können. Er wird auf alle Fälle ausfallen. Für ihn wird Jeremy Langford dann spielen. Das ist sicherlich auch ein herber Verlust für die Bears Offense. Aber ich erwarte auf alle Fälle ein sehr enges Spiel, denn ich, ja, würde sagen, beide Teams sind zurzeit auf Augenhöhe. Am Ende sehe ich dann aber doch die Chargers leicht vorne, auch wenn ja, Keenan Allen fehlen wird. Ich denke, Philip Rivers wird dann wahrscheinlich vermehrt auf Tight End Antonio Gates gehen und auch auf die anderen Receiver. Und die Chargers haben da auch Heimvorteil und deswegen glaube ich, dass die Chargers hier dieses Spiel knapp gewinnen werden. Ja, dann in dieser Woche haben natürlich auch wieder Teams eine Bye Week, diesmal sogar ganze sechs Teams. Und zum einen sind das die Arizona Cardinals, die Baltimore Ravens, die Detroit Lions, die Houston Texans, die Kansas City Chiefs und die Seattle Seahawks. Ja, diese sechs Teams haben eine Bye Week, haben also spielfrei. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu diesem 9. Spieltag in der NFL-Saison 2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was tippt ihr? Wie glaubt ihr, werden diese Spiele ausgehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.